BMW FPR und diverse andere dreiachsige Typen werden abgelöst, weil sie alle zusammen am Ende ihrer technischen Lebensdauer angelangt sind, sehr hohe Instandhaltungskosten verursachen und auch nicht mit den neuesten Sicherheitssystemen können nachgerüstet werden, die in Zukunft unbedingt werden nötig sein. Wenn wir eine neue Lok beschaffen, müssen wir uns zuerst mal überlegen, was muss die genau können, für welches Einsatzgebiet, was will die Produktion, die dann fährt, überhaupt umziehen damit. Also auch die Anforderungen von der Produktion, die man herausfinden muss. Die reden in ihrer Sprache und nicht in der Sprache des Lieferanten. Und aus dem heraus fangen wir dann an, ein Pflichtenheft zu erstellen, das das technisch beschreibt, dass uns die Fahrzeuglieferanten verstehen. Und mit dem Pflichtenheft macht man nachher eine Ausschreibung, auf die dann Angebote kommen von den verschiedenen Anbietern. Die Investition wird sich auf AV rechnen. Die 30 neuen Fahrzeuge ersetzen 57 alte Fahrzeuge. Und wir rechnen mit ca. halb so hohen Instandhaltungskosten und mehr als 50% Einsparungen bei den Betriebskosten, bei wesentlich höherer Flexibilität im Einsatz. Unser Projektteam besteht aus dem Engineering, aus der Beschaffung, aus der Fertigung und der Inbetriebssetzung. Und übergeordnet haben wir natürlich mit dem Kunden zusammen noch ein Projektteam, wo der Kunde auch vertreten ist. Eine der grössten Herausforderungen ist sicher die kurze Lieferzeit. Gerade da, wo wir ein Fahrzeug, wir entwickeln es nicht ganz neu, aber es ist sehr viel neu, dass man das in den engen Terminplan hineinbringt. Einen Prototyp selber haben wir nicht gebaut. Wir haben eine Bestellung von 30 Fahrzeugen, haben das erste Fahrzeug probiert, möglichst vorzuziehen, eine gewisse Lücke zum zweiten lassen, wo wir jetzt eigentlich die Erfahrungen einbringen in die Serie. Bei diesem Auftrag ist es relativ schwierig, bei 30 jetzt grosse Muster zu machen. Wir haben uns aber konzentriert, alles, was für den Führer nachher Arbeitsplatz ist, dass wir dort möglichst eng miteinander arbeiten. Und was die Bedienung angeht, dort haben wir Muster gemacht vor der Produktion. Ja. Also ich bin seit letztem Freitag unterwegs mit dem Fahrzeug und die ersten zwei Tage, muss ich sagen, ist ein bisschen holprig gefahren, aber das ist normal bei diesen Fahrzeugen. Wenn sie das erste Mal rauskommen in den Testbetrieb, bis sie ein bisschen anfangs justiert sind, ein paar Sachen. Aber jetzt macht es richtig Spass, mit dem Fahrzeug rumzufahren. Die neue Lok wird primär im Wagenladungsverkehr Schweiz eingesetzt. Wir können dort im Gegensatz zu den alten Diesel-Lok aus einem Guss produzieren, weil wir vom Rangierbahnhof direkt bis zum Kunden elektrisch fahren und auf dem nicht elektrifizierten Anschlussgleis nachher direkt mit dem gleichen Fahrzeug an die Rampe hin. Besonders stolz macht mich schon, dass wir hier ein sehr umweltfreundliches Fahrzeug anbringen. Es ist auch sehr wirtschaftlich. Das Fahrzeug wird die Betriebskosten in der Grössenordnung von einem Viertel bis einem Fünftel, was ein Diesel-Lok im gleichen Leistungsbereich uns kostet. Wir geben uns Mühe, wir werden auch stark begleitet vom Kunden, der das immer wieder überprüft. Ich denke, wir sind miteinander gut am Weg. Das erste Fahrzeug sollte am 24.02.2012 ausgeliefert werden. Ab Mai 2012 folgt nachher ca. jede dritte Woche ein Fahrzeug. Und das 30. Fahrzeug sollte Ende 2013 an uns ausgeliefert werden.